Ich grüße Sie auf meinem Kanal. Heute werde ich Ihnen Grafikkarten bis 500 Euro vorstellen. Ich gehe auf die Eigenschaften der einzelnen Modelle ein und zeige Ihre Vor- und Nachteile auf. Es wird interessant sein. Los geht's! Der MSI Ventus 2X Black OC, ausgestattet mit der Nvidia GeForce RTX 4060 Ti GPU, bietet beeindruckende Leistung, vor allem dank des großzügigen 16 GB GDDR6 Speichers. Die Boost-Taktung von 2625 MHz verspricht ein reibungsloses Erlebnis bei den neuesten Spielen und Anwendungen. Ein weiteres Highlight sind die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten, inklusive dreier DisplayPort-Anschlüsse und einem HDMI-Anschluss, was eine problemlose Verbindung mit verschiedenen Displays ermöglicht. Besonders beeindruckend ist die Effizienz des Modells, das bei einem Stromverbrauch von lediglich 165 Watt eine beeindruckende Leistung zeigt. Zusätzlich bietet das Gerät eine Dual-Fan-Thermal-Konstruktion, die für eine optimale Kühlung sorgt. Die TOX-Fan 4.0-Technologie arbeitet dabei effizient, um auch unter Last eine angemessene Temperatur zu gewährleisten. Mit der Zero-Frozer-Funktion stoppen die Lüfter bei niedrigen Temperaturen, wodurch das Geräuschlevel minimiert wird. Für Nutzer, die eine präzise Kontrolle über ihre Grafikkarte wünschen, ist das MSI Center eine hervorragende Ergänzung. Es erlaubt Echtzeitüberwachung und Anpassungen, die das Beste aus der Grafikkarte herausholen. Nicht zu übersehen sind jedoch auch die Kritikpunkte, die einige Nutzer äußern. So wird manchmal die Lautstärke unter Last und der begrenzte Spielraum für Overclocking erwähnt. Diese Aspekte könnten für einige Nutzer entscheidend sein, insbesondere für diejenigen, die leise Systeme oder erweiterte Anpassungsmöglichkeiten suchen. Sie möchten den Preis dieses Modells erfahren oder Kundenrezensionen lesen? Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit der Suche. Schauen Sie stattdessen in die Beschreibung dieses Videos. Ich habe Amazon-Links für jedes Modell in meiner Auswahl hinzugefügt. Dort werden Sie alles finden, was Sie interessiert. Der Sapphire Pulse Radeon RX 7700 XT bietet eine beeindruckende GPU-Taktgeschwindigkeit von bis zu 2544 MHz, was es für anspruchsvolle Spiele und Grafikanwendungen ideal macht. Mit 12 GB GDDR6 Speicher, der auf einem 192-Bit-Bus läuft und eine effektive Geschwindigkeit von 18 GB pro Sekunde bietet, ist dieses Gerät nicht nur leistungsfähig, sondern auch zukunftssicher. Die Grafikkarte verfügt über 3456 Stream-Prozessoren, was sie zu einem Kraftpaket in ihrer Kategorie macht. Ihre Fähigkeit, anspruchsvolle grafische Inhalte zu verarbeiten, macht sie ideal für Gamer und Profis, die nach hoher Leistung suchen. Zusätzlich unterstützt die Karte AMDs Fidelity FX Super Resolution, eine Technologie, die das Spielerlebnis durch verbesserte Bildqualität ohne merkliche Leistungseinbußen aufwertet. Eines der Hauptmerkmale dieses Modells ist die effiziente Kühlungstechnologie. Mit einem robusten Kühlsystem, das auf Sapphires Dual-X Kühldesign basiert, bleibt die Karte auch unter Last kühl und leise. Das 2,5-Slot-Design mit zwei Kugellagerlüftern sorgt für eine effiziente Wärmeableitung, wodurch die Langlebigkeit der Karte erhöht wird. Es gibt jedoch einige Punkte, die man beachten sollte. Das Modell benötigt zwei 8-Pin-PCIe-Stromanschlüsse und Sapphire empfiehlt eine Stromversorgung mit mindestens 700 Watt, was für manche Nutzer eine Herausforderung darstellen könnte. Außerdem ist es wichtig, das Platzangebot im PC-Gehäuse zu berücksichtigen, da die Karte eine beachtliche Größe hat. Zusammenfassend bietet die RX 7700 XT eine beeindruckende Kombination aus Leistung, Effizienz und innovativen Technologien, die sie zu einer hervorragenden Wahl für anspruchsvolle Benutzer macht. Ihre Fähigkeit, neueste Spiele und Anwendungen mühelos zu bewältigen, macht sie zu einer verlockenden Option für jeden, der sein Gaming- oder Grafikerlebnis verbessern möchte. Setze ein Like und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Videos verpasst. Teilen Sie Ihre Meinung mit und stellen Sie Fragen in den Kommentaren. Der Zotac Gaming Twin Edge OC mit der Nvidia GeForce RTX 4060 Ti GPU und 8 GB GDDR6 Speicher scheint eine solide Wahl für Gamer zu sein, die eine leistungsfähige Karte für moderne Spiele suchen. Der Boost-Takt von 2580 MHz verspricht eine beeindruckende Leistung, vor allem in Kombination mit der fortschrittlichen Ada Lovelace Architektur. Die Vielfalt der Anschlüsse, darunter 3 DisplayPort 1.4a und ein HDMI 2.1, ermöglicht es, eine breite Palette von Monitoren und Display-Konfigurationen zu unterstützen. Leider wurden keine genauen Angaben zur TDP gemacht, was es schwierig macht, die Energieeffizienz und Kühlungsanforderungen zu beurteilen. Die Grafikkarte bietet auch einige Besonderheiten wie das IceStorm 2.0 Kühlsystem und Spectra RGB-Beleuchtung, was sie nicht nur funktional, sondern auch optisch ansprechend macht. Einige Nutzer könnten jedoch Bedenken hinsichtlich der Größe der Karte haben, da sie 3 Steckplätze einnimmt. Dies könnte in kleineren oder dicht bestückten Systemen zu Platzproblemen führen. Insgesamt scheint die RTX 4060 Ti eine gute Wahl für Gamer zu sein, die eine Balance zwischen Leistung und Ästhetik suchen.
die XFX Speedster SWFT 319 Grafikkarte, ausgestattet mit der AMD Radeon RX 6800 GPU und 16 GB GDDR6 Speicher. Ihre Boosttaktung von bis zu 2105 MHz und die Unterstützung von PCI Express 4.0 versprechen eine hohe Leistungsfähigkeit, besonders in anspruchsvollen Spielen und Anwendungen. Die Karte verfügt über drei DisplayPort 1.4 Anschlüsse und einen HDMI 2.1 Anschluss, was sie vielseitig einsetzbar macht, sei es für Gaming-Setups mit mehreren Monitoren oder für VR-Anwendungen. Ein weiteres Highlight ist die TDP von 250 Watt, die auf eine robuste Kühlung hindeutet, um eine stabile Leistung unter Last zu gewährleisten. Besonders beeindruckend finde ich die Unterstützung moderner Technologien wie DirectX 12 Ultimate, AMD Fidelity FX und Raytracing, die für eine verbesserte Bildqualität und realistischere Spielumgebungen sorgen. Ein möglicher Nachteil könnte jedoch die Größe der Karte sein, die mit einer Breite von 2,7 Slots möglicherweise nicht in kleinere Gehäuse passt. Auch der relativ hohe Energieverbrauch sollte bei der Auswahl des Netzteils berücksichtigt werden. Insgesamt scheint die RX 6800 eine solide Wahl für Gamer zu sein, die Wert auf hohe Leistung und fortschrittliche Grafiktechnologien legen. Die MSI Gaming X Trio ist eine beeindruckende Grafikkarte, die auf der AMD Radeon RX 6750 XT GPU basiert und mit 12 GB GDDR6 Speicher ausgestattet ist. Die Boost-Taktung von bis zu 2623 MHz verspricht eine hohe Leistung, die besonders in grafikintensiven Spielen und Anwendungen zur Geltung kommt. Die Karte verfügt über drei DisplayPort 1.4a Anschlüsse und einen HDMI 2.1 Anschluss, was eine flexible Anschlussmöglichkeit für verschiedene Display-Konfigurationen bietet. Ein Highlight ist das Tri-Froser 2 Kühlungssystem, das eine optimale Balance zwischen Kühlung und Geräuschentwicklung verspricht. Die ToxFan 4.0 Technologie soll dabei einen fokussierten Luftstrom und somit eine verbesserte Kühlleistung ermöglichen. Die Größe der Karte könnte allerdings für kleinere Gehäuse oder dicht bestückte Systeme eine Herausforderung darstellen, da sie einen beachtlichen Platz einnimmt. Auch der Energieverbrauch sollte beim Aufbau eines Systems mit dieser Karte berücksichtigt werden. Insgesamt scheint die MSI Radeon RX 6750 XT Gaming X Trio 12G für Gamer und Enthusiasten, die eine leistungsstarke Grafikkarte mit modernen Features suchen, eine ausgezeichnete Wahl zu sein. Und hier kommen wir zum letzten Teil der Bewertung. Vergessen Sie nicht, dass Sie in der Beschreibung unter diesem Video Links zu allen Modellen aus meiner Bewertung finden. Wenn Sie diesen Videobericht nützlich fanden, unterstützen Sie mich bitte mit einem Like. Ihre Kommentare helfen, den Inhalt noch besser zu machen, also zögern Sie nicht, Ihre Gedanken mit mir zu teilen. Und natürlich solltest du meinen Kanal abonnieren, damit du keine neuen Folgen verpasst. Bis bald!